Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, DFF, wie unser neues Kürzel ist. Ich hoffe, Sie gewöhnen sich genauso dran, wie wir es tun. Wir versuchen es zumindest. Das ist alles unter unserem neuen Logo auch, das Sie vielleicht schon wahrgenommen haben. Aber nur das ist neu, alles andere bleibt gleich. Wir haben ganz wunderbare Gäste hier bei uns im Filmmuseum und so auch heute. Unser heutiger Gast ist nicht nur die erfolgreichste deutsche Filmregisseurin in unserer Zeit, das kann man mit Fug und Recht so sagen, sondern sie steht auch unserem Haus sehr nahe, denn sie ist die Schirmherrin unseres Freundeskreises, kommt aus Hessen, begrüßen Sie zurück zu Hause, Caroline Link, willkommen in Frankfurt. Hallo, guten Abend. Ja, wenn ich sage zurück zu Hause, wie viel Frankfurt-Bezug, wie viel Hessen hast du denn noch überhaupt? Ich bin nach München, sind wir gezogen, als ich 16 war, also 1980. Aber wenn ich hier aussteige und vor allem lustigerweise, wenn ich die Sprache höre, den leichten Slang, dann fühle ich mich schon immer sehr erinnert an meine Kindheit und Jugend in Bad Nauheim. Und das ist irgendwie immer schön. Das kann man, glaube ich, auch ein Leben lang nicht abstellen. Diese Wärme, die einen dann durchdringt, wenn man irgendwie so hört, ja, was wollen Sie? Also sie ist hessisch, so ein bisschen hessisch, ganz schön. Sonst höre ich immer nur bayerisch. Also wenn wir nachher auch fortsetzen, es gibt ja ein Gespräch nach dem Film, dann können auch Sie Fragen stellen. Sie dürfen dann auch gerne hessisch babbeln. Ja, unbedingt. Du bist Schirmherrin unseres Freundeskreises. Wie fühlt sich das an? Ist das irgendwas Erhabenes? Sollte man hier Teil werden der Freunde? Was hat es damit auf sich? Urs hat mir gerade erzählt, was es für tolle Aktivitäten gibt. Ich bin ja leider gar nicht oft genug hier im Haus, aber es entwickelt sich immer weiter, habe ich das Gefühl. Gerade die Ausstellung oben über die Barbara Baum, wunderschön gemacht, großartig gemacht im Detail. Auch die Möglichkeit für Sehbehinderte, die Stoffe zu spüren und anzufassen, alles zu hören. Es gibt diese, wie hast du es genannt, Tonduschen, da steht man... Soundduschen. Da steht man an Stellen, wo man dann nur an diesem Punkt Einblicke in diese Filme, in die Akustik bekommt. Also wirklich fantasievoll. Jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich mir, ihr macht irgendwas anders als die anderen, noch ein Stück raffinierter, interessanter, vielschichtiger. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier Mitglied zu werden. Ach, da werden wir fast so rot wie das Kino. Vielen Dank dafür. Sie können gerne draußen auch informieren, sich informieren, wie man hier Freund wird. Ansonsten ist auch der Vorstand der Freunde hier. Es gibt diese Flyer, da können Sie gerne mal Einblick nehmen. Aber jetzt der Film, der handelt ja nicht von Hessen, sondern der geht in den Ruhrpott. Wie war das denn? Also da zu recherchieren ist ja schon nochmal ein ganz anderes Flair als die Zeit, in der du in Hessen aufgewachsen bist. Ja, ich habe da nicht so furchtbar viel recherchiert, sondern ich war in der guten, in der schönen Position, also Situation, dass ich mal ein Drehbuch zugeschickt bekommen habe, was schon fix und fertig war, so dass ich es gelesen habe und gesagt habe, genau so möchte ich das machen. Ich habe sonst immer meine Drehbücher selber geschrieben und dieses Drehbuch war von der Ruth Thoma wirklich ganz besonders schön, fand ich, sehr bewegend, wie ich finde. Und dann haben wir natürlich da Motive gesucht und als ich mich angefangen habe, in den 70er Jahren zu beschäftigen, ist mir eingefallen oder aufgefallen oder ich habe das empfunden sehr stark, dass das ja auch ganz doll meine Kindheit ist. Ich bin genauso alt wie der Harpe, 64er Jahrgang. Und diese Reise in die Kindheit von Harpe Kerkeling war auch ein bisschen eine Reise in meine eigene Kindheit. Ich komme im Grunde auch aus einer kleinen Stadt, aus der Provinz, wenn man so sagen will. Bad Nauheim eben. Und vieles an diesen 70er Jahren hat mich extrem an meine eigene Kindheit erinnert. Und mir wurde auch nochmal deutlich und klar, wie nah der Krieg damals noch war, als ich ein Kind war. Und wie sehr der Krieg auch noch in meine Kindheit hineingestrahlt hat, was man ja irgendwie vergisst und als Kind auch nicht so wahrnimmt. Aber darüber können wir nachher auch noch sprechen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Bleiben Sie also unbedingt sitzen bis nach dem Abspann. Den Film, den Sie jetzt sehen, Der Junge muss an die frische Luft, den haben tatsächlich schon 3,2 Millionen Menschen gesehen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wir freuen uns, dass Sie die Nächsten sind. Großen Applaus, Caroline Link. Und jetzt viel Spaß mit Harpe Kerkelings. Der Junge muss an die frische Luft. Die Regisseurin Caroline Link, willkommen zurück. Dein Applaus. Nimm Platz. Ja, welch eine Freude, dass wir diesen Film hier
bei uns zeigen dürfen. Ich finde ja, das ist wirklich ein Film für die Seele. Also man wird glücklich, man lacht, man weint, irgendwie alles, was das Leben so zu bieten hat. War das das Ziel, das alles abzubilden? Uff, sowas Großes nehme ich mir eigentlich nicht vor. Dann ist es ja meistens zum Scheitern verurteilt. Aber wir haben nicht in jedem Moment beim Drehen gespürt, dass das irgendwie ums große Ganze geht. Also wir haben einfach versucht, einen lebendigen Film zu machen, der die Balance hält zwischen Schmerz und dem Leben, wie es halt manchmal so zuschlägt und auch natürlich einem großen Humor, weil schließlich geht es ja um Habe Kerkeling und der steht für Lachen und für Leichtigkeit auch. Und man kommt wirklich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mit so einem inneren Lächeln raus aus diesem Film. Und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Film so auszeichnet. Und ich würde ganz gern zunächst mal mit dir drüber sprechen, an welchen Facetten das vielleicht liegen könnte. Vielleicht für Sie auch zur Info zunächst. Wir werden vielleicht so eine halbe Stunde unter uns reden und dann haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das soll nicht abschrecken, sondern hoffentlich ermutigen, sitzen zu bleiben. Ja, in erster Linie möchte ich nämlich ganz gerne über Ihre Liebe, über deine Liebe zu den Figuren sprechen, denn das da hat man ja wirklich das Gefühl, das ist bis in die kleinsten Nebenrollen mit so vielen Details durchdacht, dass jede dieser Figuren einem näher kommt. Wie gelingt das in so kurzer Zeit? Das sind alles tolle Schauspieler, die ich besetzt habe, weil sie mir richtig erschienen für die Rollen und nicht, weil sie irgendwie namhaft sind und vielleicht an der Kinokasse besonders funktionieren. Bei jeder einzelnen Figur habe ich mir überlegt, wer könnte da stimmen und wer kann da eben vom Charakter eine Farbe reinbringen, die sich vielleicht mit den anderen zusammen ergänzt. Und diese Schauspieler haben am ersten Drehtag, wo sie dann natürlich alle erst nochmal sagen müssen, wer sie sind und dass sie auch was können und an der Bühne, haben sie dann aber relativ schnell kapiert, dass es eigentlich um den Jungen geht und dass sie alle da sind, um diesen Jungen sozusagen zu stützen und zu featuren. Also sie haben sich tatsächlich in ihrer Eitelkeit total zurückgenommen und ich glaube, das spürt man auch, dass sie die Größe hatten, sich klein zu machen und damit auch wieder groß wurden. Und das finde ich sehr schön, weil das erlebt man ja auch nicht oft in so einem Ensemble, dass sie... Also die mussten tagelang da rumsitzen und sind eigentlich nie dran gekommen oder waren als Statisten im Hintergrund und sie haben das aber alle gemacht. Na gut, sie wurden auch gut bezahlt dafür, aber sie haben auch tatsächlich verstanden, okay, hier geht es um das Kind und der Junge hat noch nie vorher was gedreht, also der musste schon auch gestützt werden natürlich. Und dann gibt es ja auch sehr strenge Bedingungen in Deutschland, Wenn man mit Kindern arbeitet. Nach 5 Stunden müssen die eigentlich nach Hause gehen, gell? Ja, eigentlich, nicht nur eigentlich, der muss nach 5 Stunden nach Hause gehen. Ja. Yeah. Okay. Okay. Wenn keiner guckt, ist manchmal auch 6. Aber nein, die sind ja dann auch müde irgendwann. Aber es ist ja auch anstrengend. Es ist ja auch eine zusätzliche Herausforderung, dann auch quasi, wenn er nicht da ist, weiterzuspielen. Weil der Umschnitt, Also einfach mal, dass man es nachvollziehen kann, man dreht ja zuerst wahrscheinlich ihn und dann muss die Gegenseite im Umschnitt, also der Erwachsene oder die Erwachsene, spielen, ohne das Kind gegenüber. Wir hatten Doubles für den Jungen, also blonde, kleine, pummelige Jungs, die dann eingesprungen sind. Aber die sind jetzt im Zweifel nicht so begabt wie der Julius. Und dann hatte zum Beispiel die Luise Heyer, die Mutter gespielt hat und diese Depression und diese Traurigkeit spielen musste, hat sie entweder manchmal mit einem leeren Stuhl spielen müssen oder mit einem Kind, was dann den Text sehr leierig vielleicht auch mal gesprochen hat. Und die arme Luise speziell, die habe ich wirklich sehr bewundert, weil sie sich immer in diese Stimmungslage und in diese Situation reinversetzen musste, auch zum Teil ohne richtigen Anspielpartner. Also das war schon, wenn ein Kind in so einer Hauptrolle ist, ist es schon was Besonderes bei den Dreharbeiten, weil man auch sehr viel improvisieren muss und sehr schnell auch sein muss vor allem. Bevor wir auf das Kind und all diese technischen Dinge noch weiterkommen, eben, also zum Beispiel die Großmütter, die sind ja beide so großartig und die bekommen ja so selten solche tollen Rollen. Das ist Hedi Kriegeskotte und Ursula Werner. Wie ist das? Hast du die Rollen noch ein bisschen ausgebaut oder waren die schon im Drehbuch so veranlagt? Und wie hast du mit denen gearbeitet, dass die einem gefühlt so, wie in jeder Familie, jeder hat ja irgendwie vielleicht so eine Person, wo eine Ähnlichkeit vielleicht da ist, erzeugt? Also die beiden sind wirklich einfach sehr gute Schauspielerinnen und ich habe sehr viel mit dem Harpe gesprochen vorher, also ich habe ihn zu Hause besucht und habe so gefragt, was welche Figur in der Familie für ihn bedeutet hat und wer welche Rolle gespielt hat. Die Oma Bertha, die ihn tatsächlich dann großgezogen hat, in ihrer Wärme und ihrer Bodenständigkeit, die immer eher gesagt hat, halt die Füße auf dem Boden, gell? Auch als er dann Erfolg hatte, die immer stolz auf ihn war, aber eher down to earth. Und die Oma Enne,
die ihm sehr früh schon gesagt hat, du bist was Besonderes, glaub an dich, aus dir wird was. So war das sehr offensichtlich tatsächlich. Und die aber beide, die beiden Darstellerinnen haben das dann auch sehr schnell verstanden. Und wir haben alle eigentlich aus unserem eigenen Fundus an Emotionen und Familiengeschichten und dieser Zeit irgendwie diesen Film gestaltet. Ich konnte mich auch gut an meine Familie erinnern, also diese verrückten Tanten und Familienfesten, wo Alkohol eine große Rolle gespielt hat immer und wo man sich auch durchaus gestritten hat und gefetzt hat, aber die Familie war irgendwie da und jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen, dass es ein Zuhause ist. Also es ist definitiv eine Familie, die man in sein Herz schließt. Und dass das alles so glaubwürdig ist, ich glaube, das liegt auch ganz stark an der Ausstattung. Weil man hat das Gefühl, da ist auch bis ins letzte Detail alles durchdacht. Also ich rede jetzt nicht nur vom Krämersladen und der Wohnung, zum Beispiel die Familienfeier. Man hat so das Gefühl, jeder Wimpel sitzt, jedes Getränk, jedes Karnevalskostüm, jeder Mettigel. weil es ist natürlich ein Risiko. Jeder Fehler würde einen ja gefühlt rausreißen, wenn man denkt, das passt jetzt nicht in die Zeit. Ja, 70er Jahre. Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war es der Szenenbildnerin und der Maskenbildnerin und mir sehr wichtig, dass diese Ausstattung, die man ja auch manchmal aus Fernsehfilmen und Kinofilmen kennt, aus den 70er Jahren, nicht so pointiert übertrieben ist. Also wir wollten eigentlich nie mit den Kostümen, mit dem Szenenbild oder auch mit dem Dialekt wahnsinnig witzig sein. Wir wollten das schon auch so machen, wie es war und nicht übertreiben, dass nicht jeder eine Schlaghose und lange Koteletten hatte. Ich wusste noch von meinen eigenen Familienfotos, von früher auch, die Menschen, die jetzt nicht so viel Geld hatten, die hatten ja in den 70er Jahren auch nicht unbedingt eine Einrichtung aus den 70er Jahren, die hatten dann noch die Kommode und das Sofa aus den 50er Jahren von den Eltern oder von den Verwandten geerbt und es war nicht immer alles hip und modern und total wie in den 70ern. In Bad Nauheim waren auch nicht alle politisch aktiv und wie in München vielleicht in den 68ern, sondern es waren ganz normale Leute. Meine Eltern waren auch ganz normale Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig trendy immer waren oder so. Und das war wichtig, dass das so alles easy war, nicht zu übertrieben, nicht zu übertrieben bunt und schrill. Genau, weil man hat so das Gefühl, also dieses selbstgenähte Fliegenpilzkostüm, das hat jeder vielleicht irgendwann mal so in seiner Vergangenheit auch mal irgendwo gesehen. Das sind halt auch diese kleinen Dinge, die es dann eben so natürlich und authentisch machen, ja. Vielleicht diese Welt. Ja. Die Kostüme generell sind natürlich toll. Also auch nicht nur die Verkleidungskostüme, sondern auch insgesamt, wie die alle angezogen sind. Erzähl mal ein bisschen, wie arbeitet man denn da dran? Weil das ist ja nicht so auf Knopfdruck, dass man da so einen kompletten Fundus an diesen 70er-Jahre-Kostümen hat, wo wir die Kostümausstellung ja im Haus haben. Also wir haben schon alle sehr in unseren Fotoalben gekramt und da gibt es ja nun Farbfotos aus den 70er Jahren. Also man weiß, was für Stoffe, was für Materialien, das Frotte-T-Shirt mit Ringeln und sowas, das hatte ich auch. Also diese vielen Fotos, die wir nebeneinander gelegt haben, auf den Tisch gelegt haben mit der Szenenbildnerin, der Kostümbildnerin und immer wieder das sagen, einfach machen, einfach. Nicht jede Figur muss ein Knaller sein, nichts muss so wahnsinnig speziell sein. Einfach wirklich, es muss sich ein Bild ergeben aus dem Ganzen, diese Schulklasse, diese Kinder. Da haben wir wirklich Fotos dabei gehabt, wie es eben zum Beispiel bei mir oder bei den anderen auch aussah. Und dann haben wir uns sehr, die Leute, also wenn man gute Mitarbeiter hat, die recherchieren natürlich viel und haben dann ganze, die Barbara Grupp, die Kostüme macht, die macht immer so eine ganze Mappe mit Moods aus dieser Zeit, wie sahen die Läden aus, die Straßen aus, die Klamotten aus, die Menschen, was gab es da zu essen, was waren da die Nachrichten des Tages, was hat die Zeit geprägt und die macht dann so ein richtiges Mood-Booklet, wo dann alles von vorne bis hinten atmosphärisch drin ist. Mhm. Ilja Richter musste ich allerdings persönlich anrufen, weil der gesagt hat, er möchte als ernster Schauspieler wahrgenommen werden und nicht immer nur als Disco-Ilja. Und okay. Den musste ich dann überreden, dass wir den Clip nochmal benutzen dürfen. Und ihm. Wie macht man das? Anrufen und sagen, bitte, lieber Ilja Richter. Es war meine Kindheit. Bitte, ich brauche unbedingt Disco. Sehr gut. Ja, das ist natürlich vielleicht auch noch ein Thema, diese ganze Musikauswahl. Das sind ja natürlich zum einen die Schlager der 70er, aber auch nicht nur das. Vielleicht da zunächst, du hast ja auch einen gewissen Schlagerbezug in deiner eigenen Filmografie. Dein allererster Film, wo du Co-Regie geführt hast, war Glück zum Anfassen, 1989, wo du Jürgen Drews porträtiert hast und seinen Umgang mit Fans. Spielt das noch eine Rolle, weil Schlager ist natürlich sowas, womit die meisten vielleicht eher so ein bisschen
Berührungsängste haben. Ja, das war auch ganz wichtig und da habe ich auch mit Harpe drüber gesprochen. Also Jürgen Drews, die Begegnung war jetzt für mich nicht eine große Beglückung. Wir hatten das eher kritisch gezeigt. Da hat sich eine Frau, eine einfache, liebenswerte Person, hatte sich gewünscht, einen Tag mit Jürgen Drews und der Tag war für sie eher unerfreulich und er hat ihr immer zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich nicht so wichtig ist oder so. Egal, ich habe da immer kritisch drauf geguckt, aber Harpe hat immer gesagt, also die Musik hat viel bedeutet in meiner Kindheit und die möchte ich auch ganz ernst nehmen. Und seiner Mutter hat sie auch viel bedeutet. Und Du bist nicht allein, Roy Black, diese Lieder, die wollten wir auch nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Das ist die Welt von dieser Frau gewesen in der Emotionalität. Die hat damit sehr viel verbunden, auch viel Trost erhalten aus dieser Musik. Und in keinem Moment wollten wir uns darüber erheben. Das merkt man ja immer und das macht man ja gerne mal in so Filmen und dann wird es ja auch doof, finde ich, weil das ist die Geschichte von dieser Familie, die sich so auch identifiziert und definiert hat mit ihm. Es war einfach ein Bestandteil seiner Kindheit. Das funktioniert auch wirklich gut. Am Anfang singt die Mutter das ja im Garten und dann, wenn sie gestorben ist, singt er das alleine in der Küche. Also das, du baust das ja quasi so ein, dass da auch so eine Weiterentwicklung stattfindet. Ja, und wenn er am Lagerfeuer mit dem Opa sitzt, sagt er das ja auch, der Roy Black. Ja. Sagt es auch, dass man nicht allein ist. Und es gibt darüber hinaus eben nicht nur diese klassischen Schlager der 70er, sondern auch eben diese vielen Kriegsanspielungen. Du hast ja vor dem Film auch schon gesagt, eben wenn die Tante anfängt zu weinen wegen der Erfahrung oder Joachim Krohl, der Opa mit den abgefrorenen Zähnen. Und dann die Songs dazu. Es gibt diesen Trizonesien-Song, der so in der Zeit, als Deutschland viergeteilt war, die Zonen da waren oder Davon geht die Welt nicht unter. Zara Leander, das sind natürlich alles Songs auch aus dieser Zeit. Das war dir wichtig, das mit einzufließen. Das kam mir dann alles wieder, dass das ja auch in meiner Kindheit natürlich so war, dass im Zimmer hinter unserer Küche zum Beispiel, bei meiner einen Großmutter in Bad Nauheim, saß der Opa, der aus dem Krieg nach Hause kam, der hatte so eine Klappe auf dem Auge und dahinter im Grunde, so habe ich mir das als Kind jedenfalls immer vorgestellt, ein Loch, da war nichts mehr, das Auge war weg und der saß da und in seinem Zigarrenrauch und meine Oma hat ihn gepflegt, bis er dann gestorben ist. Und was hat das eigentlich alles mit meinen Großeltern gemacht? Der Vater meiner Mutter ist im Krieg gefallen. Meine Mutter kann sich überhaupt nicht mehr erinnern an ihren Vater, hat ihn eigentlich nie kennengelernt. Das war mir als Kind alles immer gar nicht so bewusst. Auch die Schilder in den Bussen zwischen Friedberg und Bad Nauheim für Schwangere und Schwerbeschädigte oder Kriegsversehrte ist Platz zu machen oder sowas. Was da so stand, was für mich als Kind so selbstverständlich war und keine große Bedeutung hatte. Jetzt wird mir das so klar, dass das doch weit reingereicht hat in meine Kindheit und Jugendzeit. Und die Menschen, meine Eltern auch geprägt hat. Und der Harpe hat mal gesagt, dass er glaubt, dass seine Mutter unter anderem an den Spätfolgen des Krieges gestorben ist. Heißt, dass sie wahrscheinlich dieses Trauma der Eltern, dass das in ihr weiter, auf sie weitergetragen wurde und irgendwie in ihr nach oben kam. Das Leid war ja wirklich Teil fast jeder Biografie. Ja. Ja, und man hat halt nicht darüber gesprochen. Nicht nur, weil man es verdrängen wollte, glaube ich, sondern auch, weil die alle dachten, jeder hat das erlebt. Es ist nichts Besonderes. Ich will mich da gar nicht so wichtig nehmen. Es macht keinen Sinn. Wir müssen darüber hinwegkommen. Also das war die beiden Großväter von Harpe waren extrem versehrt durch den Krieg, seelisch. Und du brichst das natürlich auf durch die andere Musik, die eben nicht die Schlager sind. Niki Reiser, der dein Haus- und Hofkomponist ist, kann man ja fast sagen, der das Ganze ja fast in so ein Märchen verwandelt, in so eine Welt. Ein Märchen, das das Leben ist, kann man fast sagen. Also weil du überhöhst ja an vielen Stellen das Leid wie das Schöne und die Musik verstärkt das. War das das Ziel von dieser Musik, die Niki komponiert hat? Ich suche immer, wenn ich mit Niki arbeite, suchen wir immer nach dem einen Thema, nach der einen Melodie, die man dann verschieden instrumentiert und verschieden arrangiert. Und diese kleine Melodie, dieses da, 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 das ist melancholisch, fand ich. Und es ist tröstlich und gleichzeitig fröhlich auch kann es sein. Und danach haben wir immer gesucht, also die Frage ist dann auch immer ein bisschen, aus wessen Perspektive erzählt man? Eigentlich aus der Perspektive des Jungen. Auf der anderen Seite gibt es auch Momente mit den Eltern, wenn sie alleine sind miteinander, dann verlässt man so ein bisschen die Perspektive. Also ist es die kindliche Sicht auf die Zeit? Oder ist es, da muss man dann mit der Musik so eine Sprache finden, die natürlich auch einen kindlichen Blick auf diese ganze Zeit sozusagen nochmal unterstreicht oder ausmalt. In seiner ganzen Härte wird ja tatsächlich
die Geschichte dieser Familie nie erzählt. Also es ist schon auch die Perspektive des kleinen Jungen. Und die hat der Niki versucht, in der Musik einzufangen. Dieses Voice-Over war auch von vornherein von euch so gedacht und auch schon im Drehbuch? Oder ist das so ein Prozess gewesen, dass man den Jungen anfangs und später dann am Schluss habe? Das war das Einzige, was ich dazu geschrieben habe. Das war noch nicht drin in dem Drehbuch, was ich bekommen habe. Da gab es noch die Idee, dass der David Striso, der in dem Film Ich bin dann mal weg die Hauptrolle gespielt hat, auf dem Jakobsweg noch läuft und über seine Kindheit nachdenkt. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich wollte meinen eigenen Film machen, unabhängig von dieser Geschichte, und dachte, wir müssen bei dem Junge bleiben. Und der Habe ist sehr gerne geritten, konnte zwar nicht galoppieren, hat er erzählt, er konnte nur Schritt und Trab, aber ich dachte, das Pferd muss auch mal galoppieren. Und dann haben wir eben noch diese Klammer mit den Gedanken und dem Reiten noch dazu, habe ich noch dazu geschrieben. Genau, und dieses Fazit, das ist natürlich nochmal so eine richtig universelle Botschaft am Schluss, die einen, obwohl es von Harpe kommt, auch losgelöst funktioniert. Da geht es ums Erwachsenwerden, wie Familie einen prägt. War es schwer, ihn dafür zu gewinnen? Er hat sich ja eigentlich vor 4 Jahren aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen. Ja, er hatte dieses Buch ja geschrieben und damit über diese ganzen Erlebnisse ja nun auch schon erzählt. Also es war alles kein Geheimnis. Ich habe ihn trotzdem gefragt, was ich davon noch öffentlich machen kann, weil es gibt ja auch noch Familienmitglieder, die noch leben, und die muss man ja eigentlich auch befragen. Die hatten Ja gesagt zu dem Buch, aber nicht unbedingt alle Ja gesagt zu der Verfilmung. Mhm. Und da mussten wir natürlich darüber sprechen. Der Harpe ist so zweigeteilt gewesen. Auf der einen Seite wollte er, dass ich den Film so mache, wie ich mir das vorstelle. Auf der anderen Seite hatte er dann aber auch Angst, dass es zu lange zu ernst wird. Da hat er dann immer er will dann auch den kommerziellen Erfolg und hat gedacht, da verlassen dann die Leute den Film, mhm, oder mögen das nicht so gerne, wenn es so lange traurig ist. Und da mussten wir schon ein bisschen dann feilchen so miteinander, weil er immer, aber es muss jetzt wieder was Lustiges kommen und so. Ja, aber es ist der Tod deiner Mutter. Okay, weil... Wir haben schon diskutiert, aber er war immer, immer respektvoll und hat immer gesagt, na, wenn du meinst, aber... Weil in einem Interview hat er, oder in mehreren Interviews hat er gesagt, er hat sich im Grunde nicht eingemischt, weil er sich nicht getraut hätte, einer Oscar-Gewinnerin was zu sagen. Stimmt das? Ja, aber es war mir wirklich wichtig, dass ihm dieser Film gefällt. Okay. Weil die Geschichte ist so persönlich, ja, und ich wollte wirklich, dass er sich einmischt im Grunde. Ich wollte diesen Film auch für ihn machen. Und ich wollte ihm auch zeigen, dass man dem Publikum das auch in der Traurigkeit zeigen kann und sie ihm trotzdem folgen werden. Im Gegenteil, dass er sogar gewinnt an Tiefe und Sympathie, mhm, weil er das alles als kleiner Schnuffel erlebt hat. Und dafür hat man ihn ja lieb. Und es ist nichts, er war doch alles nicht so schlimm. Da musste ich ihn fast ein bisschen drängen, zu sagen, Harpe, steh dazu. Das war ein, mhm, großer Schmerz, das ist nicht lustig und das kann man auch nicht relativieren. Das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Und das muss auch erzählt werden. Wie hast du Harpe denn vorher wahrgenommen, also bevor du dieses Buch hattest? War der für dich auch so eine dieser großen komischen Figuren, die irgendwie unser Bild von der BRD ja auch vielleicht ein bisschen geprägt haben? Oder, Ich kannte einzelne Sketche, die ich ganz toll fand von ihm, also Königin Beatrix und Hurz und so Sachen. Das fand ich wirklich toll. Ich fand auch schon immer, dass er wahnsinnig gut mit Sprache umgehen kann. Am lustigsten fand ich ihn eigentlich immer, wenn er Dialekte und Fremdsprachen nachmacht, ohne sie zu können. Also es gibt diese Durchsagen auf dem Petersplatz in Rom in 7 Sprachen, die er alle nicht spricht, aber die so echt klingen, dass da könnte ich mich wegschmeißen. Ja, oder Dänisch für Anfänger auch so. Ja, super. Genau. Horst Schlemmer, den du natürlich anlegst. Schlemmer habe ich jetzt nicht so viel mit am Hut gehabt, muss ich ehrlich sagen. Schlemmer war mir eigentlich eher suspekt. Das wäre natürlich jetzt die Frage, ist das jetzt fiktiv oder gab es wirklich so eine Schlemmer-Figur? In der Jugend, nein, in der Kindheit. Nein, das hat die Drehbuchautorin, die Ruth Thoma, dazu gedichtet, dass das alles so entstanden ist, auch die Königin Beatrix in der Kutsche, wenn er da so winkt. Das ist natürlich eine Idee der Autorin. Mhm. Ja, er ist nicht. Was ist vielleicht das Geheimrezept aus deiner Sicht von Harpe? Weil er ist ja schon im Vergleich zu vielen anderen relativ früh berühmt geworden, eigentlich schon als Jugendlicher, und hat dann sich mehrfach verändert über die Jahre und Jahrzehnte und ist immer erfolgreich geblieben, bis er dann abgetreten ist mit 50.
Ist das einfach, liegt das daran, dass er so eine Bodenständigkeit in seinen Rollen auch immer hatte? Oder, Er macht sich ja eigentlich wirklich nie wirklich lustig über die Menschen. Er hat eine große Menschlichkeit und eine große Warmherzigkeit. Und ich glaube, das spüren die Leute auch. Es ist auch so, wenn man mit dem unterwegs ist und er wird ja wirklich pausenlos angequatscht und immer auch bedrängt. Die Leute denken, er ist so gutmütig, bei dem kann man sich auf den Schoß setzen, so ungefähr. Mhm. Und umarmen und machen wir mal ein Selfie und so. Der wird die ganze Zeit angepatscht und da ist er eigentlich immer wahnsinnig nett zu normalen Menschen, ist er unheimlich nett. Der kann ein bisschen zickig werden, so mit der Presse, weil er da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber eigentlich spürt man auch in seinen Sketchen, dass er ein gutmütiger und warmherziger Mensch ist, glaube ich. Er ist nicht kein Zyniker und kein Killer. Also er ist nie böse, er ist nie wirklich böse. Und das und trotzdem geistreich, glaube ich, sehr oft und empfinde ich so. Und das merken die Leute und das liebt man auch an ihm, denke ich mal. Und es hat sicher was damit zu tun, dass er mit diesen Menschen groß geworden ist und dass er eine große Zuneigung zu seinem Publikum hat. Wo du das mit der Presse ansprichst. Ich fand nach dem Film es noch mal intensiver oder noch erschreckender. 1991 gab es ja dieses legendäre Outing durch Rosa von Braunheim, der unvorbereitet ihn auf RTL als schwul geoutet hatte, mitten auf dem Höhepunkt der AIDS-Skandalwelle, die so in der Presse lief. Und ich habe mal ein bisschen nach den Interviews recherchiert, was Harper da gesagt hat. Und er meinte, ja, jeder weniger Gefestigte, den hätte das wahrscheinlich in den Selbstmord getrieben in dieser Situation. Wie würdest du das sehen? Ist das eben durch diese Geschichte, die er vorher erlebt hat, hat er da so eine Robustheit entwickelt? Oder wie erklärt man sich das, dass er da durchkam? Weil in der Zeit war das noch ein völliges Tabu, sich als Künstler. Das ist jetzt so natürlich sehr privat. Ich weiß auch nicht, so viel habe ich mit ihm darüber auch nicht gesprochen. Er hat auch mal gesagt, dass er auf der anderen Seite dem Rosa auch ganz dankbar ist, dass er das gemacht hat, weil früher oder später hätte er damit nicht leben können, es immer zu verheimlichen. Er hat ja auch mit seinem damaligen Lebensgefährten dann Filme gemacht und alle wussten eigentlich, dass das sein Mann ist im Grunde. Und jetzt ist er auch verheiratet und so weiter. Also er wollte das eigentlich auch leben und ich glaube, es war ein zwiespältiges Gefühl. Aber natürlich war es krass. Es ist eine Anmaßung von Rosa von Braunheim gewesen, nicht nur Harpe, sondern auch andere als schwul zu outen und zu sagen, es täte der schwulen Sache gut, wenn jetzt jemand wie Harpe Kerkeling mal zugibt, dass er schwul ist. Das war für ihn natürlich ein Knaller. Ja, aber ich glaube, er war im Nachhinein, dadurch, dass seine Oma Bertha, der er auch den Roman gewidmet hat, seinen ersten Roman, dass die so früh zu ihm gesagt hat, weißt du was, genau so wie du bist, bist du genau richtig. Und du bleibst Junggeselle, das ist in Ordnung. Das hat sie wirklich zu ihm gesagt. Echt? Und das macht ja auch was mit einem Junge. Der denkt sich dann auch, okay, wenn meine Oma das so sieht, dann ist es vielleicht tatsächlich okay. Also ich glaube, dass es für ihn nicht so schlimm war. Und das Tolle, was ihr im Film ja auch zeigt, ist, dass nebenbei eigentlich eher erzählt wird, woher Harpes Humor kommt. Dass das ja kein Selbstzweck ist, sondern weil er anderen helfen wollte, allen voran seiner Mutter. Dass er das tut? Dass er humorvoll ist, um sie aus ihrer Depression zu befreien. Ja, aber das ist ihm auch ganz wichtig gewesen. Und das haben wir jetzt natürlich in dem Film ein bisschen dramatisch zugespitzt, dass es nicht nur um seine Mutter immer ging. Der konnte das einfach. Der hat sehr früh gemerkt, wenn ich was erzähle, dann hören die Leute zu. Und wenn ich das so oder so mache, dann fangen die auch noch an zu lachen. Das hat nicht nur was mit seiner Mutter zu tun. In der Familie gab es sehr viele Performer, die nach vorne getreten sind und bei jeder Gelegenheit gesungen haben und Quatsch gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es nur immer darum ging, die Mutter zu retten. Das ist jetzt natürlich auch ein filmisch zugespitzt. Mhm. Aber er hat gemerkt, er kann es. Und natürlich hat ihm das Lachen seiner Mutter ganz besonders gefreut. Und gab es auch in echt eine Frau Kolossa? Ja, die kommt im Roman vor, gell? Ich kann ja auch nur das glauben, was im Roman steht, aber es gab auf jeden Fall, also die Tanten sind so die Summe aus vielen Tanten und die Frau Kolossa ist wahrscheinlich die Summe aus vielen Kunden aus dem Laden, Skandalnudeln aus der Stadt, aus Recklinghausen und jetzt stelle ich mir vor, du hast dieses Drehbuch bekommen, du hast die Buchvorlage gelesen, Happe kennst du natürlich und jetzt steht man vor dieser Aufgabe, irgendwo muss so ein Kind herkommen, das im Idealfall den jungen Happe spielen kann. Ich habe gelesen, im Abspann ein Streetcasting hat stattgefunden mit allerlei Aufrufen, Radio und Schulen und dergleichen. Wie geht man da vor, um Gottes Willen? Also mir ist das ja immer sehr wichtig, dass diese Kinder noch nicht so viel gedreht haben und eigentlich keine Profikinder sind, sondern ganz normale Kinder.
und mit denen ich so arbeite. Und 9 ist ein gutes Alter. 9, da sind die schon schlau genug, um ein Drehbuch zu lesen, um wirklich Text zu lernen und so weiter. Die können schon lesen und kapieren und artikulieren, alles gut. Aber sie sind noch niedlich und klein und noch Kinder und noch nicht in der Pubertät. Das Alter war mir schon mal vertraut. Mit 9-Jährigen habe ich schon öfters mal gedreht. Mhm. Und dann haben wir eben einen Aufruf gemacht, und das, wenn man ein 9-jähriges Mädchen sucht, was gern mal bei einem Film mitmachen will, melden sich unendlich viele kleine Mädchen. Wenn man einen pummeligen, blonden, kleinen Jungen sucht, der Lust hat, eine Hauptrolle zu spielen, dann melden sich nicht ganz so viele, weil das natürlich auch sowas ist, nach vorne zu treten und so tabulos so ein bisschen zu sein. Das ist, wenn man so ein kleiner Mops ist, nicht so einfach. Und der Julius hatte schon mal die große Qualität, dass ihm das alles wurscht war. Der war auch jetzt auch da beim Filmpreis auf der Bühne, oder wenn der am Drehort steht und 30 Leute hinter der Kamera ihn anschauen, während er was macht, sehr überraschend unbeeindruckt. Und das ist schon mal eine große Qualität, dass er bei sich bleibt und nicht immer nur denkt, wie sehe ich jetzt aus. Und er konnte sehr gut auch mit Sprache umgehen. Also wir haben beim Casting, habe ich vor allem gecheckt, also geguckt, wie gut können die schnell sprechen, wie gut können die einen Witz erzählen. Ich habe mit den Jungs so eine kleine Übung gemacht, da mussten sie sich so eine Serviette, die sie als Fliege zusammengepresst haben, wenn sie auf den Kopf halten, müssen sie sprechen wie ein kleines Mädchen, unter die Nase wie ein alter Opa und an den Kragen wie ein feiner Mann, und die Stimme verändern und die Position verändern im Raum. Das war für viele 8-9-Jährige schon zu kompliziert, die sind dann ausgestiegen, und der Julius, der konnte das gleich, der wusste gleich, was ich meine, hat sofort die Stimmen verstellt, und da habe ich gewusst, okay, der ist fix im Kopf, der kann gut sprechen, der hat diesen lustigen Dialekt, der kann schon ganz schön viel, und der war dann auch unsere Wahl. Trotzdem war er in der ersten Runde noch nicht gleich ganz vorne, ne? Nee, wir haben noch lange weitergesucht, weil er zuerst auch schüchtern war beim Casting und nicht unbedingt sofort so wahnsinnig witzig, aber er konnte das gut herstellen, und er hatte halt, wie gesagt, diesen Umgang mit Sprache, der sehr cool war, so wie beim Harpe, das ja auch eben ein Merkmal ist, was ganz besonders ist, dass er so gut sprechen, also so gut die Gags raushauen kann auch. Ja, und das Tolle ist ja auch, man hat das Gefühl, er imitiert nicht nur Harpe in der Zeit, nee, sondern er ist er selber, und dabei wirkt er wie ein neuer junger Harpe. Der wusste gar nicht, dass es Harpe Kerkeling gibt. Der dachte, Harpe Kerkeling ist Horst Schlemmer, und er hat ihn dann gefragt, als er ihn das erste Mal gesehen hat, du hast ja gar keinen Bart, wo ist denn? Und du hast auch gute Zähne, weil er dachte, der Horst Schlemmer ist das, der kommt jetzt. Wie haben die beiden denn harmoniert? Also war das war süß, ja, die mochten sich gleich. Das war echt ein schöner erster Moment, als die sich kennengelernt haben. Da waren wir in Berlin in einem Tonstudio, und dann wollte ich gerne eine Voice-Over-Text schon mal ausprobieren mit den beiden zusammen. Und dann habe ich mit dem Julius da gewartet und seinen Eltern, und dann kam der Harpe und hat in dem vorderen Büro da erstmal mit allen Hallo geredet, und der Julius wurde ganz nervös. Kommt der jetzt? Ist der das? Und dann kommt der da rein, der Harpe, und guckt ihn so an. Aha. Und du bist jetzt ich? Und das war so schön, wie die zwei sich gegenüberstanden und dann eben sich sehr sympathisch waren von Anfang an. Und der Harpe hat den Julius dann wirklich, hat über jeden Witz vom Julius gelacht, hat ihn beim Proben immer unterstützt. Du bist toll, du bist super, ach, bist du lustig. Und dann wurde der Julius immer selbstbewusster, und er hat ihn total gestützt mit seinem super, machst du das, und ganz toll wirklich unterstützt. Und es gibt Interviews, wo der kleine Julius dann auch sagt, er hat dann eigene Ideen irgendwie so mit eingebracht. Zum Beispiel, wenn dann diese Hausmeister-Szene kommt, dass er diesen Werkzeugkasten immer mit solcher Wucht auf den Boden gepfeffert hätte, dass er dann in der Szene, die jetzt im Film ist, auch tatsächlich auseinanderbricht. Das war aber nicht geplant. Ja. Und das sieht man auch in seinem Gesicht, dass das nicht geplant war. Gell? Das war echt super, wie der dann, uff. Aber dann ist er ja voll der Profi. In Interviews verkauft er das als seine Idee. Ja, also, okay. Ja, schön. Sehr gut. Aber ist das nochmal was anderes, da dann einen Laien hinzusetzen, der dann zum Beispiel neben einem Joachim Krohl, der ja wirklich ein gestandener Schauspieler ist, dann agiert? Oder dann ein Kinderdarsteller? Es gibt ja auch 9-Jährige, die schon in Agenturen sind, die schon in Filmen und Serien mitgespielt haben. Ja, aber es gibt ja keine richtigen Kinderprofis in Deutschland. In Amerika gibt es Kinder, die sehr früh schon in Schauspielschulen gehen und richtig unterrichtet werden. Das ist ja in Deutschland eher unüblich. Und da gibt es so die Phase 1 der absoluten Unschuld. Und die Kinder mag ich immer gerne zum Drehen. Und dann gibt es die schon viel gemacht haben. Und die werden dann schon viel selbstreflektierter und überlegen sich, wie komme ich rüber, wie wirklich. Und das ist im Zweifel erstmal nicht so gut, weil sie dann natürlich schon ein bisschen anfangen, sich zu verstellen. Ich finde die Kinder, die noch nicht viel gedreht haben, eigentlich immer viel unschuldiger und ursprünglicher und viel besser.
Aber da liegt natürlich auch mehr Verantwortung wahrscheinlich bei dir als Regisseurin, die dann ja. so zu lenken, dass die nicht overpacen oder zu wenig oder so geben. Ja. Wo siehst du da die Hauptschwierigkeit oder ist das so ein Ding, das liegt dir einfach? Na ja, also mir liegen Kinder. Ich mag die Kinder, mit denen ich dann arbeite, die habe ich auch wirklich immer ins Herz geschlossen. Die sind so meine kleinen Freunde. Mit denen bin ich manchmal streng und das muss man auch können, damit man, also man darf kein schlechtes Gewissen haben. Nicht die Lust verlieren auch, ne? Ja, und aber wie so eine Mama halt, die auch mal sagt, jetzt auf geht's, hopp, jetzt machen wir das, jetzt ziehen wir durch. Mhm. Weil wenn man immer nur lieb ist, dann geht es auch nicht, weil das ganze Team springt um die rum und die werden dann auch ganz schnell natürlich merken, ui, das ist ja toll hier, ich muss nur sagen, Tee bitte und dann kommt einer angerannt, das ist ja super. Das geht natürlich auch nicht, dann muss man auch manchmal dagegen arbeiten wieder. Ja, also mit Kindern kann man natürlich nicht so arbeiten wie mit erwachsenen Schauspielern. Ich muss dann immer eher aufpassen, dass ich nicht anfange, mit den erwachsenen Schauspielern so zu reden wie mit den Kindern. Also mit dem Julius sage ich schon manchmal, du gehst durch den Raum und dann guckst du bei dem Satz mal auf deine Füße, weil du bist da sehr traurig. Okay, mache ich, Caroline. Aber wenn man zu erwachsenen Schauspielern sagt, du gehst durch den Raum und guckst ein bisschen traurig, dann sagen die, hallo. Jetzt kannst du mir mal ein bisschen differenziertere Anweisungen geben. Mhm. Aber nein, Kinder, ja, es ist manchmal auch ganz pragmatisch. Zum Beispiel wollte ich auch nicht, dass der Julius tatsächlich immer so tief einsteigt, emotional in den Schmerz über den Verlust der Mutter oder die Nacht, wenn er mit ihr im Bett liegt, wenn er da sein Kissen an sich klammert und so eine Angst hat, Mama, Mama, dann mache ich ihm das vor, wie er sprechen soll. Und dann sage ich nicht zu ihm, stell dir vor, deine Mutter stirbt oder sowas. Das finde ich ja unverhältnismäßig, also das geht nicht. Eine deiner Stärken in diesem Film ist ja auch immer diese Alltagsmomente darzustellen. Das ist auch was dir sehr am Herzen liegt, hast du im letzten Gespräch gesagt, das wir mal geführt haben. Also es sind nicht nur diese großen Momente wie die Kutschfahrt zum Beispiel, sondern eben auch so das Kleine, wenn dann diese Marillenknödel gebacken werden, dann beißt der am nächsten Tag rein. Man hat so das Gefühl, da ist so viel Kleines, Liebevolles mit drin. Und ich frage mich, weil wir ja eben auch viele Gäste aus dem deutschen Film hier haben, das ist schon ein Unterschied. Warum gelingt das bei dir so viel natürlicher, sage ich mal, so und ohne dass es banal wird? Gibt es da ein Geheimrezept, das eben so, das zwischen den großen Highlights auch so gut funktioniert? Keine Ahnung. Ich meine, ich finde das halt wichtig. Ich finde, Details ist Kino. Kino ist nicht eine große Message, sondern Kino ist für mich immer der Blick auf das Kleine, auf das Detail. Also wenn es jetzt so große Themenfilme im Fernsehen ja immer gibt, Mauerbau, Maueröffnung, Kindsmissbrauch, Dings, dann ist es für mich eigentlich immer entscheidend, egal ob Fernsehen oder Kino in Wahrheit, wie die Figuren sind. Und die Figuren beschreibt man durch den Blick ins Kleinste. Und das vor allem im Kino macht das alles aus für mich. Also, dass diese Großmutter in dem Gesicht bei einem Albtraum von ihrem Kind sieht, der ist in Not, der braucht jetzt mal eine Ablenkung, den kann ich nicht einfach wieder ins Bett legen. Das hat was für mich mit einer Lebensklugheit von dieser alten Frau zu tun. Und mit einer Zärtlichkeit für das Kind und dass sie patent ist, das zu erkennen. Und wie soll man anders über Schmerz und Traurigkeit und Verlust reden als durch ein konkretes Detail? Also für mich sind die Blicke ins Kleinste immer ganz wichtig für eine emotionale Geschichte. Könnte vielleicht ein Geheimnis sein, die Zeit, die du fürs Proben verwendest, weil ich habe gehört, du investierst relativ viel da rein, also erst in die Leseproben und dann noch die Proben konkret am Set, weil da ist ja, muss man ja auch sehen, das muss ja finanziert werden erstmal. Die Schauspieler müssen alle so viel mehr Zeit haben über die Drehtage hinaus. Das ist auch gar nicht so einfach bei so vielen Schauspielern, die auch alle noch was anderes machen und die zwar alle wichtig sind, aber die trotzdem auch alle sagen, naja, ich spiele ja hier nicht die Hauptrolle, ich kann deswegen jetzt nicht alles andere absagen. Die machen dann trotzdem noch irgendwas anderes und dann ist es mit den Proben manchmal auch ganz schön schwierig. Aber man redet natürlich viel und dann sage ich ihnen, was ich mir vorstelle. Mhm. Du hast gesagt, bevor sie auch gleich Fragen stellen können, es ist dir wichtig, auch ein bisschen über den deutschen Film an sich zu reden. Das, was du jetzt gemacht hast, ist ja im Grunde, ich nenne es mal anspruchsvoller Mainstream. Und das ist vielleicht genau das, was uns auch fehlt eventuell. Wir haben ganz viel Mainstream-Filme, die klamaukig sind oder die einen wirklich
absichtlich unterfordern, um ein breites Publikum zu kriegen. Oder wir haben die ganz andere, extrem fordernde Arthouse-Schiene, die vielleicht zu viel will. Ist das ein Problem für dich im deutschen Kino und willst du gezielt dazwischen? Ja, das ist schon ein Problem. Also ich finde, Anspruch muss nicht unbedingt langweilig sein und Unterhaltung muss nicht unbedingt blöd sein. Oder wenn es auch nicht blöd ist, ist es doch oft für ein sehr junges Publikum. Und das ist ja auch, hat auch eine Legitimation. Mhm. Aber ich würde mir einfach als jemand, der selber nicht mehr 25 ist, manchmal eben auch Filme wünschen, die, oder die sehe ich ja auch, aber nicht so oft aus Deutschland, die sozusagen für ein erwachsenes Publikum gedacht sind und auch mir das Gefühl geben, dass ich unterhalten werde und gleichzeitig aber auch ein bisschen herausgefordert werde. Und ich finde, das geht, das weiß man ja, dass es im Kino geht. Und ich frage mich manchmal auch, warum es in Deutschland so schwierig ist, das zusammenzubringen. Also ich gucke mir gerne Arthouse an, aber manchmal denke ich mir auch, ich verstehe auch, wenn man nach einem langen Arbeitstag irgendwie im Kino auch noch Unterhaltung will. Also ich würde das immer gerne zusammenführen wollen. Und das muss ja deswegen nicht banal sein. Trotzdem sind natürlich alle ganz begierig darauf zu erfahren, du kriegst 3,2 Millionen Zuschauer ins Kino mit diesem tollen Film und 60% der im Kino startenden deutschen Filme bleiben bei so 10.000 Zuschauern. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also wo ist da... Na, vielleicht hat mir auch der Name Habe Kerkeling jetzt bei diesem Stoff geholfen. Das ist die Mischung, glaube ich. Ja. Wollen Sie sich einschalten, dann geben Sie mir ein Zeichen und ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Auch wenn das jetzt vielleicht wieder abschreckt. Aber, genau. Ich möchte was fragen. Ja, warten Sie aufs Mikro. Über deutschen Film gesprochen. Ja. Warten Sie kurz aufs Mikro, wir zeichnen das auf, deswegen, sonst hört man Sie nicht. Nee, Sie hören, weil die Kamera ist im Vorführraum. Ich habe eine laute Stimme. Sie haben über Oscar gesprochen, über amerikanischen Film, über Kinder in Amerika, über deutschen Film. Meinen Sie, dass Sie diesen Film in Amerika verkaufen können? Das ist eine gute Frage. Ich stelle immer gute Fragen. Ja. Da sind wir jetzt selber mal so ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt, weil dieser Mann am Ende des Weges, am Ende des Films, wird den Amerikanern jetzt nicht so viel sagen, wenn der Habe Kerkeling da auftaucht. Da haben wir schon überlegt, ob wir den dann abschneiden müssen oder ob das irgendwie mit ihm funktioniert oder ob die Geschichte dieses kleinen Jungen stark genug funktioniert an sich. Ich habe keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Auf der Berlinale lief der in so einer Lola at the Berlinale Special-Reihe da am Rand und da waren einige Ausländer drin, die das auch sehr mochten mit Untertiteln, aber also ich befürchte, es ist kein großer Markt für diesen Film in Amerika. Das glaube ich nicht. Zumal die Amerikaner aus Deutschland auch immer ganz besonders gerne so historische Stoffe wollen. In dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage, du hast ja jetzt auch schon einige Offerten international gehabt, unter anderem mal von Harvey Weinstein international zu drehen. Reizt sich das immer noch mal, aus Deutschland rauszugehen? Vielleicht? Es hat mich ja nie so besonders gereizt, deswegen. Weil ich auch immer ein kleines Kind hatte und dann nicht so viel weg wollte. Und jetzt reizt es mich eigentlich auch nicht unbedingt. Also wenn ein toller Stoff käme, schon, warum nicht? Aber es muss nicht unbedingt sein. Allein diese Gesprächstelefonkonferenzen abends um 22 Uhr, weil es in Los Angeles dann gerade Business-Ding ist, das finde ich alles sehr anstrengend. Ich arbeite auch gerne hier in Deutschland. Weitere Fragen oder Kommentare, wie Ihnen der Film gefallen hat? Alle schon ein bisschen müde, gell? Ja, aber das so schnell hören wir nicht auf. Ich möchte gerne wissen, wie lange hat das Ganze gedauert, also wo Sie das Drehbuch bekommen haben? Und das ging total schnell dieses Mal, für meine Verhältnisse extrem schnell. Ich habe das gelesen mit einem gerissenen Kreuzband im Krankenbett im Januar im Skihotel und wir haben im Juli dann gedreht. Also es ging wirklich schnell, wir haben das dann auch schnell finanziert und das lief Gott sei Dank auch gut. Und dann haben wir 3 Monate gedreht, wie das meistens so üblich ist. Und dann kam er im Winter ins Kino, genau. Und du hast ja gesagt, das erste Mal, dass du nicht das Drehbuch selber geschrieben hast. Ja. Was verändert denn da das Arbeiten für dich? Ach, die Ruth Thoma schreibt ganz anders als ich. Die hat sehr kurze Szenen geschrieben und ist auch knapper und präziser so manchmal in den Witzen, finde ich, und Dialogen. Und das tat, glaube ich, meiner Arbeit ganz gut, dass da jemand noch so eine andere Sprache mit dazu bringt. Ich war ja sehr dankbar für die Dialoge, die zum Teil wirklich sehr gut sind, finde ich. Ja, nächste Frage.
Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Den Film ist zum ersten Mal gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Danke. Wie unterscheidet sich das Drehbuch jetzt von dem Film, von dem Originalbuch, das der Hake geschrieben hat? Bitte? Nicht streiten. ja, man kann ja, wenn so ein Roman 400 Seiten hat, oder ich weiß nicht, wie dick, 300 Seiten, dann kann man das ja nicht alles reinnehmen. Die Ruth Thoma hat sich die Momente rausgeholt, die sie interessant fand für eine filmische Umsetzung und hat dann auch noch einiges dazu erfunden. Also diese ganze Idee, dass zum Beispiel der kleine Junge dann auch bei der Schulaufführung den Horst Schlemmer sozusagen schon spielt und sowas, das stand nicht im Roman vom Hape Kerkeling. Das hat die Autorin sich ausgedacht. Man muss ja dann immer versuchen, in einem Drehbuch so im anderthalb Stunden sozusagen Zeitrahmen in irgendeiner Weise einen Zug da reinzubringen. Und im Grunde ist diese Dramaturgie, dass es sehr tief runtergeht, bis die Frau vom Jugendamt kommt und er dann wieder langsam sozusagen Lebensmut findet und lustig wird oder so, wie das gebaut ist, das macht dann sozusagen ein Drehbuchautor, dass er das alles in eine dramatische Struktur bringt, was der Roman ja nicht machen muss. Also, dass es fröhlich losgeht, dann geht es sehr tief runter, dann zieht es nochmal so gegen Ende wieder bergauf. Das ist sozusagen die Leistung des Drehbuchautors, dass man sich das in Bildern dann auch vorstellt. Und eine Aufgabe ist natürlich dann am Schluss noch der Schnitt, wenn dann vielleicht auch die eine oder andere Lieblingsszene dem Schnitt zum Opfer fällt. Man nennt das ja Kill Your Darlings so ein bisschen. Gibt es denn so Momente, wo du dachtest, boah, der wird bestimmt richtig toll und der ist jetzt gar nicht drinne? Nee, Szenen? Ja. Nö. Wir haben zwei Szenen rausgeschnitten, die nicht so gelungen waren. Und das war auch ganz gut, weil sonst wäre der Film auch zu lang. Aber im Schneideraum entsteht der natürlich auch nochmal ganz neu und wir mussten auch ganz viel nochmal Sprachaufnahmen machen mit dem Junge und so, dass das alles schön ausdrucksvoll klingt. Das ist auch nicht alles immer sofort ganz toll. Vor allem nicht mit Kindern. Will er jetzt Schauspieler werden? Ja. Jetzt will er Schauspieler werden. Seine Eltern haben einen Zeitschriftenladen in Jüchen bei Mönchengladbach. Die wussten auch nicht so recht, wie sie dazu kommen, zu der ganzen Geschichte. Aber jetzt will Julius auf jeden Fall eigentlich sowas werden wie Hape Kerkeling. Überraschung. Jetzt weitere Fragen oder auch Kommentare, wie es Ihnen gefallen hat. Auch das ist ja immer noch spannend. Nein, jetzt bitte, Urs. Ah, okay, du willst nicht. Naja, aber wir sind dann auch trotzdem noch nicht ganz fertig, weil wir sind natürlich auch noch in der Oscar-Woche und ich kann dich nicht gehen lassen als eine unserer großen Oscar-Gewinner, auch wenn du sagst, jeden Februar musst du drüber reden. Jetzt haben wir wieder einen Deutschen, der nominiert ist, Florian Henkel von Donnersmarck. Also endlich auch mal einer, der zum zweiten Mal nominiert ist, das warst du ja auch schon. Verfolgst du das? Weil du warst ja damals gar nicht dabei und sagst, der Oscar ist ja eigentlich gar nicht so wichtig und inzwischen steht er auch gar nicht bei dir nur zu Hause, sondern du wechselst mit deinem Produzenten. Magst du erzählen? Wie gehst du mit dem Oscar um und wie siehst du jetzt die Oscar-Verleihung? Findest du das spannend? Bringt das was? Na, also fiebernd, ich bleibe nicht nachts auf, nee, das mache ich nicht. Aber natürlich finde ich es trotzdem total interessant, ob der Florian den jetzt nochmal gewinnt. Aber ansonsten, ich habe auch gewählt, ich darf ja wählen, weil ich da in der Akademie bin, genau. Und, wie läuft das ab? Das ist jetzt wahnsinnig kompliziert geworden, weil das alles online ist und weil man dann über so eine Plattform sich einen Code aufs Handy geben lassen muss und den dann eingeben muss, wie auch immer. Auf jeden Fall kriegst du die ganzen Filme vorher geschickt, du kannst sie streamen oder du kannst sie auf DVD gucken und dann musst du wählen online und also die Vorauswahl machen die Berufsgruppen aber jetzt die Nominierten dürfen dann alle Academy-Mitglieder wählen und so. Und was war jetzt nochmal die Frage? Ja, der Oscar ist ja gar nicht an dich gegangen, obwohl der eigentlich verbunden ist. Der Foreign Language Oscar ist anders als alle anderen Oscars. Da steht auf dem Oscar unten drauf Germany, bei mir Nowhere in Africa, also nirgendwo in Afrika und das Jahr. Und deswegen wussten wir nicht so genau, wem gehört denn das Ding jetzt eigentlich? Bei wem darf das stehen? Und mein Produzent, der Peter Herrmann, der mit sehr viel Liebe und Mühe und sehr unter großen, wirklich existenziellen, finanziellen Aufwänden da diesen Film produziert hat, der wollte ihn eigentlich auch ganz gern haben. Und jetzt machen wir das so, dass wir, habe ich dir vorhin erzählt, dass wir uns das immer abwechseln, das Teil ein Jahr er, ein Jahr ich. Jetzt hatte ich es ein Jahr, jetzt steht es wieder bei ihm. Und so geht es immer hin und her. Weil da keiner wirklich, also der Produzent ist genauso der Besitzer wie ich.
Also falls Sie dem Oscar-Wochenende auch ein bisschen entgegenfiebern, wir zelebrieren das hier richtig. Das gesamte Wochenende über zeigen wir die Oscar-Nominierten für den besten Film nominierten Filme. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil es gar nicht im Programmheft steht, weil die Nominierungen erst so spät bekannt gegeben worden sind. Also wenn Sie noch mal ein bisschen was nachholen wollen, das lohnt sich sehr. Und dann am Sonntag ist dann die große Oscar-Nacht, wo wir die Übertragung hier zeigen, Tippspiel, Cocktails, Frühstück, alles Mögliche. Ja, die ganze Nacht? Cool. Lohnt sich sehr, im Kino und im ganzen Haus. Bis zum bitteren okay, Ende. Okay, cool. Genau, also das nur der Werbung genug an dieser Stelle. Nächste Woche gibt es die nächste deutsche Regisseurin, die wir hier zu Gast haben, Lilly Tautfest, eine Nachwuchsregisseurin in unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und an dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns diesen Film zurück nach Frankfurt gebracht hast und dass du hoffentlich bald wiederkommst mit Als Hitler das rosa Kaninchenstall. Großen Applaus, Caroline Link. Und Ihnen guten Nachhauseweg natürlich. Bis bald.